Grüß Gott und herzlich willkommen zum Grundkurs Glaubenserneuerung, ein Weg, wo wir unser ganz persönliches Katechumenat nachholen können. Was das ist, haben wir das letzte Mal gehört, die Einführung in unseren Glauben. Vielleicht haben wir da Nachholbedarf, das zu festigen. Wir sind mitten im Themenfeld Taufe. Wir werden es mit dieser Sendung abschließen. Wir haben schon sehr viel über die Taufe gehört, dass wir Christus einverleibt wurden, dass wir ein Glied an seinem Leibe sind, dass Jesus seine Existenz in uns, die wir durch Glaube und Taufe zu ihm gehören, dass er seine Existenz in uns, seiner Kirche eben weiterführt. Wir haben über die Erbschuld gesprochen und wir haben auch die Symbole der Taufe, das Wasser, die Taufkerze, das Taufkleid und den Chrisam übersetzt, was sie für eine geistliche Bedeutung in unserem ganzen Leben haben. Das letzte Mal war die wichtige Botschaft, dass wir nicht nur durch die Taufe schon alleine gerettet sind, das sind wir im Prinzip, aber dass es entscheidend ist, dass wir auch zum Glauben kommen, damit wir immer das ganze Potenzial unserer Erlösung ausschöpfen, annehmen, nicht nur für uns, sondern damit auch durch uns Menschen an diesem Segen Anteil haben. Eine Gabe bedeutet im Glauben immer auch eine Aufgabe. Und die Aufgabe, die wir als getaufte Christen haben, besteht darin, dass wir uns jetzt auch senden lassen an der Stelle von Christus. Der Apostel Paulus sagt, ihr seid Gesandte an Christi Stadt. Und ich habe das letzte Mal schon gehört, jetzt hört es auf, gemütlich zu sein. Jetzt wirft er uns aus dem Fernsehsessel, der Apostel Paulus, und schickt uns mutig hinaus in die Welt, Zeugnis zu geben. Er bereitet uns darauf vor, was das auch kostet, was uns das abverlangt. Aber er bereitet uns auch darauf vor, was uns zur Verfügung steht, es trotzdem zu tun und was uns auch dabei motivieren kann. Wie gewohnt beginnen wir mit einem Gebet. Wer eine Kursmappe hat, findet hinten im Gebetsanhang Seite 64 das Gebet Nummer 8, ein kleines Gebet, noch einmal zum Thema Taufe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott und Vater, durch die Taufe lässt du uns teilhaben an der Erlösungstat deines Sohnes, an seinem Tod und seiner Auferstehung. Erfülle uns mit dem Geist der Gotteskindschaft und stärke uns, damit wir ein neues Leben führen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und zu diesem neuen Leben rüste uns aus, auch durch die Inhalte dieser Sendung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gesandte an Christi Stadt. Gesandte ist ein Wort, das wir wenig verwenden. Ich weiß nicht, was Ihnen bei diesem Begriff Gesandter als erstes einfällt. Ich denke an einen Postboten, der eben auch gesandt ist. Ein Gesandter ist jemand, der einen Auftraggeber hat. Das ist bei uns kein geringerer als Gott selbst. Ein Gesandter, wie ein Postbote, hat etwas zu überbringen. Wir überbringen das Evangelium. Ein Gesandter hat ein Ziel, einen Empfänger, zu dem hin er auch einen Weg in Kauf nimmt. Und das ist auch unsere Aufgabe, unseren Glauben zu unseren Mitmenschen zu tragen. Ein anderes Wort für Gesandter, der Apostel Paulus wird es gleich selbst in den Mund nehmen, ist zum Beispiel Mitarbeiter Gottes sein. Wir sagen manchmal auch, wir wollen ein Werkzeug sein in deinen Händen oder auch Diener Gottes. Und an Christi Stadt, Gesandte an Christi Stadt, heißt so viel wie an der Stelle von Christus lasse ich mich in diese Welt senden, um mit ihm und durch ihn sein Heilswerk fortzuführen, so wie das mit meinen bescheidenen Mitteln auch möglich ist. Ich habe verschiedene
Verse aus dem 2. Korintherbrief zusammengestellt, aus dem Kapitel 5 und 6. Wer eine Kursmappe hat, findet diesen Text auf Seite 7. Und hören wir zunächst, was der Apostel Paulus uns dort zu sagen hat. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Wir sind also Gesandte an Christi Statt, und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. In allem empfehlen wir uns als Gottes Diener, durch große Standhaftigkeit, in Bedrängnis, in Not, in Angst, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Zeiten der Unruhe, unter der Last der Arbeit, in durchwachten Nächten, durch Fasten, durch lautere Gesinnung, durch Erkenntnis, durch Langmut, durch Güte, durch den Heiligen Geist, durch ungeheuchelte Liebe, durch das Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und in der Linken, bei Ehrung und Schmähung, bei übler Nachrede und bei Lob. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Wir werden verkannt und doch anerkannt. Wir sind wie Sterbende und siehe, wir leben. Wir werden gezüchtigt und doch nicht getötet. Uns wird Leid zugefügt und doch sind wir jederzeit fröhlich. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir haben nichts und haben doch alles. Der Apostel Paulus sagt uns etwas, was wir schon wissen. Wir sind durch die Taufe eine neue Schöpfung geworden. Es ist etwas Neues geschenkt worden. Das haben wir schon in der ersten Sendung verstanden, dass wir vor der Taufe Mensch sind und nach der Taufe etwas Neues, nämlich in Christus eingegliedert, haben wir einen Platz im Leibe Christi und dürfen am gleichen Leben teilnehmen, dass Christus mit dem Vater im Heiligen Geist lebt. Das alles kommt von Gott, ist uns klar, das haben wir nicht verdient, das haben wir nicht einer eigenen Leistung zuzuschreiben, der uns durch Christus mit sich versöhnt hat. Und in diesem Wort Versöhnung steckt das Wort Sohn drin, das heißt, wir sind in den Sohn aufgenommen und haben als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter an der Sohnschaft Jesu Christi in besonderer Weise Anteil. Und uns ist der Dienst der Versöhnung aufgetragen. Dabei denken wir wahrscheinlich zunächst an die Priester, denen eben der Auftrag gegeben ist, uns das Sakrament der Versöhnung zu spenden. Wir wissen aber auch, dass uns der Dienst der Versöhnung aufgetragen ist, indem auch wir uns bemühen, mit uns selbst, aber vor allem auch unseren Mitmenschen versöhnt zu leben. Ich möchte es noch einen Schritt weiter fassen, denn hier sagt der Apostel Paulus, Gott ist es, der durch uns mahnt, wir bitten an Christi Statt, lasst euch mit Gott versöhnen. Unterm Strich sollte unser Leben eine Botschaft sein, und diese heißt, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, alle Christen, auch wir Laien, haben die Aufgabe, unser Christsein in Wort und Tat authentisch und überzeugt zu leben, dass andere an unserem Leben ablesen können, das hast du getan, das hast du erlebt aus der Beziehung mit Gott, das macht mich nachdenklich, das macht mich neugierig, das lässt auch mich aufgreifen, eben selber die Taufe anzunehmen und auch eben mich zu bekehren und mein Christsein zu leben. Fragen Sie sich mal vielleicht nach der Sendung, welche Menschen in Ihrem Leben das waren, wo Sie im Nachhinein sagen können,
Dieses Lebensbeispiel ist eine Botschaft für mich gewesen, mein Christsein als Sohn, als Tochter Gottes anzunehmen, die Taufe anzunehmen und bewusst mein Christsein zu leben. Wir sind Mitarbeiter, lesen wir dort, Mitarbeiter Gottes, wir sind auch Diener Gottes, sagt er. Das ist nicht sehr modern, wir würden gerne Chef sein und leitende Positionen haben. Diener sein bedeutet, verfügbar zu sein für Gott, einen Herrn zu haben, der größer ist als wir selber, und das ist Gott. Und auch den Lohn unseres Lebens nicht durch den Applaus und die Zustimmung unserer Mitmenschen zu erwarten, sondern den Lohn unseres Lebens von Gott zu erwarten. Jemand, der das vollkommen getan hat, ist die Gottesmutter Maria, die sagt, ich bin die Magd des Herrn. Und sie sagt damit aus, du bist der Herr, ich stehe dir zur Verfügung, dein Wille geschehe, ich lasse mich senden, ich lasse mich auch verwenden, wozu du mich brauchst. Wenn wir das tun, sagt uns der Apostel Paulus in den weiteren Versen, dass es jetzt aus ist mit der Gemütlichkeit, dass wir nämlich in ein Spannungsfeld geraten in dieser Welt, dass nicht überall, wo wir unser Christsein mit Überzeugung leben, dass nicht überall das auf Zustimmung oder Applaus stößt. Manchmal auch innerhalb der Kirche erfahren wir dafür sogar Ablehnung. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass je mehr wir uns bemühen, aus dem Heiligen Geist zu leben, umso mehr stößt das bei jenen an, die aus dem Zeitgeist leben. Hoffen wir nicht aus dem Ungeist. Dann jedenfalls kommt es da in einen Konflikt, in ein Spannungsfeld. Und wenn wir das erleben, dann bitte nicht davonlaufen, auch nicht die Decke über den Kopf ziehen, sondern dann sagen, hier läuft gerade etwas richtig. Wenn ich mein Christsein ohne Profil leben würde, ohne Überzeugung, würde ich jetzt nicht eben diese Spannungen hervorrufen. Sie müssen dann nur daran denken, mich persönlich beruhigt, dass diese Spannungen gelten nicht mir. Ich bin gar nicht so wichtig, als dass man darum dann so ein Theater macht. Das ist ein geistiger Kampf zwischen Heiligen Geist, Zeitgeist oder im schlimmsten Fall sogar Ungeist. Und so erlebt der Apostel Paulus, wie wenige gerade durch seinen Glauben in Spannungen zu geraten und seinen Glauben trotzdem zu leben in Bedrängnis, sagt er, in Not, in Angst, unter Schlägen. Die erfahren wir hoffentlich nicht physisch, aber doch Niederschläge, die wir einstecken müssen. In Gefängnissen erfahren auch einige Christen buchstäblich, wir werden aber manchmal gefangen gehalten für unsere Überzeugungen oder darauf festgenagelt. Zeiten der Unruhe, die Last der Arbeit, durchwachte Nächte, ich denke, alles das ist uns ja auch bekannt. Und in dieser Erfahrung kann es auch sein, dass wir uns bemühen, ein authentisches Christsein zu leben und wir erfahren Schmähung, üble Nachrede. Manchmal gelten wir als Betrüger, vielleicht sagt jemand, ja, ihr Scheinheiligen, nicht? Ihr Katholiken rennt da jeden Sonntag in die Kirche und meint wohl, dass ihr dann einen Vorteil habt. Wir werden verkannt. Wir haben manchmal den Eindruck, es wird gar nicht verstanden, warum wir unseren Glauben so leben. Wir sind wie Sterbende. Hoffen wir eben nicht, dass wir für unseren Glauben auch das Martyrium erleiden, aber doch, dass wir manchmal auch leiden an dieser sterbenden Kirche oder dass wir auch feststellen, dass dieses Glaubenszeugnis uns so viel kostet, dass wir wirklich viel auch verlieren an Kraft und Motivation, die da stirbt. Wir werden gezüchtigt. Manche Bemerkungen sind wirklich sehr verletzend, die uns Katholiken auch entgegengebracht werden. Uns wird damit ja auch dann Leid zugefügt. Das macht uns auch arm. Manchmal fühlen wir uns arm an Anerkennung, an Verständnis, arm an Unterstützung in der eigenen Familie, in der eigenen Pfarrgemeinde für unseren Glauben, dass wir manchmal sagen, ich habe gar nichts eigentlich und gar nichts, woran ich mich festhalten kann, oder manchmal haben wir auch gar nichts, was wir ernten könnten. Und doch, das wichtige Wort in diesem Abschnitt, und dieses Wort möchte ich ganz gerne, dass Sie sich entweder aufschreiben oder in der Kursmappe rot anstreichen, das ist ein
so charakteristisches Wort für den Apostel Paulus, das ist Standhaftigkeit. Das ist so etwas Entscheidendes. Wissen Sie, was Standhaftigkeit bedeutet? Das bedeutet, einen Stand zu haben, eine Überzeugung zu haben, zu Christus zu stehen, zum Glaubensbekenntnis, zur Lehre der katholischen Kirche und sich zu verwurzeln in Christus, sich nicht abhängig zu machen von der Rückmeldung der Mitmenschen und so weiter, dass wir einfach eine feste Überzeugung haben für unseren Glauben in der Kirche, auch einstehen können und dort auch festen Boden zu haben und möglichst Wurzeln zu schlagen. Und er sagt, was das begünstigt, was hilft, standhaft zu werden. Er sagt zum Beispiel Fasten, lautere Gesinnung, also ehrlich sein durch Erkenntnis, indem wir immer mehr verstehen von Gott, Langmut. Ein anderes Wort ist Ausdauer, das ist der lange Atem, den es braucht. Güte, Heiliger Geist, der hilft uns, standhaft zu sein. Ungeheuchelte Liebe, damit sind wir wirklich auch überzeugend für Anders und Ungläubige. Wir werden standhaft durch das Wort der Wahrheit, durch die Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und in der Linken. Waffen? Das ist jetzt komisch, das sind wir nicht gewohnt, aber wir Christen, wir wappnen uns. Wir geben uns nicht einfach geschlagen. Wir laufen auch schon gar nicht davon, wenn es schwierig wird, sondern wir haben auch Waffen, mit denen wir uns ausrüsten, um auch den feurigen Geschossen des Bösen, der uns abbringen will, von Gott auch nicht rausbringen zu lassen. Und wenn Sie sagen, was sind denn so Waffen? Dann nehmen Sie wieder die Bibel in die Hand, und zwar Epheser 6, und da lesen Sie mal nach, Vers 10 bis 20. Wissen Sie, was so eine Waffe zum Beispiel ist? Wahrheit gehört zu dieser Waffenrüstung Gottes. Gerechtigkeit, und das bedeutet auch, ja, auch eben in Einklang mit dem Evangelium, mit der Lehre der Kirche zu sein, die Bereitschaft, für das Evangelium Gottes zu leben, zu kämpfen, den Glauben zu haben wie ein Schild in der Hand, das Gebet, das Schwert des Heiligen Geistes und natürlich das Wort Gottes. Wir wissen ja, dass Jesus selbst, angefochten in der Wüste von Satan, immer wieder den feurigen Geschossen des Bösen, immer wieder ein Schriftwort dagegen stellt. Das ist entwaffnend für den Feind, wenn wir uns immer wieder auf das Wort Gottes besinnen, weil wir uns dann gar nicht selber verteidigen oder erklären müssen, sondern Christus in seinem Wort in dieses Gespräch hineingestellt wird. Und das er, der Apostel Paulus, uns sagt, schaut, wenn ihr das tut, auch wenn es ungemütlich wird, wenn ihr euch bemüht um Standhaftigkeit und wenn ihr so einfach weiter vorangeht, den Glauben zu leben, den Glauben in die Welt zu tragen, dann werdet ihr etwas ganz Interessantes erleben. Man kann euch gar nicht töten, denn ihr werdet erfahren, dass ihr doch anerkannt seid. Kennen Sie diese Erfahrung, dass Menschen Ihnen nachträglich sagen, dass Ihr persönliches Glaubenszeugnis Sie hat aufhorchen lassen, dass es Sie nachdenklich gemacht hat oder dass Sie tatsächlich sich dahingehend auch bekehrt haben, dass Sie als wahrhaftig auch wirklich wahrgenommen werden, dass Sie spüren, Sie leben, dass Sie merken, die können mich gar nicht umbringen. Die können mir den Glauben gar nicht zerstören, die können mich gar nicht töten. Dass sie merken, dass sie jederzeit fröhlich sind und dass es nicht so ein Spaß, wie in dieser Spaßgesellschaft alles unglaublich lustig ist, nicht? Wie wir das auch an manchen weltlichen Festen, womöglich noch mit etwas Alkohol dazu feststellen, sondern dass sie selbst in der Bedrängnis sagen können, da bin ich jetzt aber froh, dass ich einen Glauben habe. Oder da bin ich jetzt aber froh, dass ich einen Halt habe. Oder da bin ich aber froh, dass ich dieser Situation jetzt einen Sinn geben kann. Da bin ich jetzt aber froh, dass ich hier für dich Zeugnis geben kann und erleben darf,
welche Wunder du an anderen tust. Und dieses standhaftig Sein, das wird uns dann auch erfahren lassen, wir sind gar nicht so arm, wie wir das manchmal meinen. Der sagt, ihr werdet erfahren, dass ihr viele reich macht. Und reich mit dem Reich Gottes natürlich und mit der Fülle seines Geistes. Und dass man selber sagen kann, ich habe alles. Nun ja, das ist natürlich vielleicht der größte Luxus am Christsein, dass das unzerstörbar ist, die Gemeinschaft mit Gott, das Teilhaben dürfen an seinem Leben, dass man merkt, schlussendlich alle Widerstände, durch alle Widerstände hindurch konnte mir man das nicht nehmen und ich habe nicht alles im Sinne der irdischen Güter. Ich habe nicht immer das größte Bankkonto, die tollste Attraktivität, die größten Erfolge vorzuweisen. Aber ich bin doch so reich durch das Leben in Christus und mit Christus. Und mit diesem Glauben konnte ich auch andere beschenken. Ich sage mir manches Mal, das Leben ist kurz. Am Ende des Lebens, wenn ich zurückschaue, vor dem Herrn stehe und auf ein Leben zurückschauen darf, wo ich mich um Standhaftigkeit bemüht habe, andere dadurch reich wurden. Dieser Reichtum, den nehmen wir mit in den Himmel. Jesus sagt, dieser Schatz, der ist unzerstörbar. Diesen Schatz, der ist im Himmel für euch aufbewahrt. Das wird uns dann sehr viel Freude machen. Ich sage meinen Kursteilnehmern immer, überall, wo wir aus der Gemeinschaft mit Gott gelebt haben und von der etwas erfahrbar gemacht haben und auch hier Reich Gottes hinterlassen dürfen, da hinterlassen wir dieser Welt und auch der nächsten Generation ein Stück Ewigkeit. Und dafür dürfen wir alle leben. Ist das nicht fantastisch? Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht und dieses Bild gefällt mir nicht deshalb so gut, nicht nur, weil ich das Meer so liebe und weil dieses Bild so schöne Farben hat und so einen großartigen Himmel und so ein offenes, weites Meer, sondern es erinnert mich an das Wort Jesu, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Das ist der Auftrag, ihr seid gesandt an Christi Stadt, nicht um euch hier ein ewiges Paradies zu schaffen, sondern Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und daran dürfen wir uns beteiligen. Und jetzt schauen Sie sich bitte mal diese Personen an, wie die da stehen. Schauen Sie sich mal die Beine an. Schauen Sie sich mal die ganze Körperspannung an. Schauen Sie mal, wie sie die Füße in den Boden graben, in diesen Sandstrand oder auch in dieses Meer. Und alles ist eben darauf ausgelegt, standhaft zu sein, um auch bei diesem bewegten Meer. Und dieses Leben in dieser Welt ist eben von diesen Schwankungen der Wellenbewegungen unterworfen, dass wir uns da nicht mitreißen und schon gar nicht fortreißen lassen, dass wir da stehen, dass wir das halten, dieses Netz, und dass wir miteinander, niemand ist alleine gesandt, wir sind immer in Gemeinschaft, für die Gemeinschaft, die Netze auswerfen, durch unser Leben, durch unser Gebet, durch unser Zeugnis, durch unsere Verkündigung, einfach versuchen, Jesus Christus, das ist seine Sache, nicht unsere Sache, sondern es ist seine Sache, dann andere Menschen fürs Reich Gottes zu gewinnen, dass sie dann auch aus dem Meer der Welt, aus den Wassern des Zeitgeistes gerettet werden. Da werden sie so strampeln wie die Fische auch, um dann an der Luft des Heiligen Geistes den Atem Gottes einatmen zu können und als neue Menschen, als Christen zu leben. Eine wirklich sehr schöne Aufgabe, ein sehr schöner Auftrag. Wissen Sie, vermutlich hören Sie auch gelegentlich junge Eltern sagen, ich lasse mein Kind gar nicht taufen. Ich finde, das ist eine Bevormundung, denn das Kind soll selber entscheiden, ob es getauft werden soll oder nicht. Wissen Sie, was ich darauf gerne sage? Ihr liebt euer Kind. Ihr trefft für euer neugeborenes Kind, für euer Baby so viele Entscheidungen, die es jetzt noch nicht treffen kann. Das wird später seine eigenen Entscheidungen treffen. Sie ernähren es und sie warten nicht, bis es später entscheidet, sich vielleicht anders zu ernähren. Sie sprechen ihr Kind an in der Muttersprache und warten nicht, vielleicht möchte es später
in einer anderen Sprache sich ausdrücken. Sie tun das immer, weil sie ihr Kind lieben und das Allerbeste für ihr Kind wollen. Ganz genau das tun christliche Eltern, die sagen, mein liebes Kind, du bist ein Segen Gottes, du bist ein Geschenk Gottes. Wir möchten schon am Lebensanfang, dass dir das Größte zuteil wird, was wir dir selber als Mama und Papa bei aller Mühe nicht schenken können. Denn Gott selber ist es, der in der heiligen Taufe dich annimmt, sich einverleibt und du dadurch teilnehmen darfst am Leben der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir werden dich lieben und alles für dein Leben tun, aber Gott wird das jetzt in einer noch größeren Weise auch tun können für dich, weil wir dir ermöglichen, durch die Taufe eben eine Rebe am Weinstock zu sein. Und jetzt durchströmt dein Körperchen nicht nur menschliches Leben und menschliche Liebe, sondern auch das Leben Gottes und die Liebe Gottes selbst. Es ist deshalb keine Bevormundung, weil es ein eigenes Sakrament in der Kirche gibt, wo das Kind jetzt noch einmal selbst gefragt wird, was die Eltern in der Taufe für das Kind tun. Möchtest du das? Und zwar alles, was wir in diesen 4 Sendungen gesagt haben. Möchtest du das Leben, das Reich Gottes haben, jetzt schon auf Erden? Und das wird das Kind gefragt in der Firmung. Da wird es selber diese Entscheidung treffen. Und dort hat es die Möglichkeit, dann auch vollständig eben durch Firmung und Eucharistie in Christus aufgenommen zu sein. Wir schließen mit dieser Sendung zwar für unseren Kursweg die Taufe ab, aber natürlich schließen wir die Taufe nie ab. Das heißt, wir werden bis zum Lebensende nicht fertig, dieses Gnadenpotenzial auszuschöpfen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mit vielen Menschen diesen Weg gehen, mit uns hier auf KTV, dass wir diesen Glaubensweg zusammen gehen, dass wir selber unseren eigenen Glauben noch bewusster leben, noch mehr annehmen und dadurch auch Menschenfischer sind und andere gewinnen, auch selber ihre Gotteskindschaft, ihre Taufe anzunehmen. Ich lade Sie ein, die Kursmappe dazu zu erwerben, um jetzt, das ist auch sehr wichtig, miteinander das ins Gespräch zu bringen und ich werde nicht müde, das zu sagen, bitte das auch mit ins Gebet zu nehmen. Das tue ich jetzt zum Abschluss mit Ihnen zusammen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für alle Menschen, die seit 2000 Jahren, seit den Aposteln, sich haben senden lassen an deiner Stelle, die keine Mühen, keine Wege, nicht mal das Leben gescheut haben hinzugeben, damit wir heute den Glauben haben. Wir erklären uns bereit, uns senden zu lassen. Gib uns einen Schubs aus dem Fernsehsessel. Bitte hilf uns, diese Trägheit und Bequemlichkeit zu überwinden, um uns auch senden zu lassen an deiner Stelle, damit du auch durch unser kleines Zeugnis dein Heilswerk hier auf der Welt weiterführst. Das wirst du tun. Dazu segne uns jetzt im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.